Ja, es geht halt einfach darum, dass wir immer auf der Suche sind nach, wie können wir effektiver, produktiver zusammenarbeiten. Wir haben eine neue Form ins Leben gerufen, das TechLab. Das heißt, im Vorwege haben wir die Kollegen aufgefordert, kleine Kärtchen zu schreiben mit einem Thema, das sie interessiert, mit einem Feature, das sie gerne realisiert haben möchten oder mit einer Erweiterung. Der Gedanke ist einfach, dass wir gucken, in Kleinstgruppen ein oder mehrere Themen zu bearbeiten, damit wir dann dieses Ziel heute erreichen. Ich schmeiße jetzt einfach Entwickler mit Nicht-Entwicklern, neuen mit nicht so neuen Kollegen zusammen, setze die an ein Thema heran oder an mehrere Themen, die sie dann bearbeiten innerhalb dieser Gruppe. Und das kann dann ein Entwicklungsthema sein, muss es aber gar nicht. Aber es hat jeder die Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise einzubringen. Und sei es nur, dass er vielleicht anderen Kollegen über die Schulter schaut, um seinen eigenen Horizont zu erweitern. Das hängt aber davon ab, was wir jetzt definieren und was wir dann brauchen. Zu den Ergebnissen ist wünschenswert, dass das, was gemacht wird, irgendwie zum Abschluss gebracht wird. Hier seht ihr so eine Übersicht, wie ich sie eben euch eigentlich zeigen wollte. Die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte, was haben wir von diesem TechLab? Dass alle ziemlich, wie man so schön sagt, open-minded sind, Lust haben, neue Sachen kennenzulernen, Kreativität zu entwickeln und jeden da irgendwie mitzunehmen.